Börse, das ist reine Zockerei, sagen die einen. Börse ist ein Spiel mit klaren Regeln, das sagt unser nächster Gast. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Spieltheorie. Begrüßen Sie mit mir Professor Christian Rieck von der Frankfurt University of Applied Sciences. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Spieltheorie, oh, das klingt spannend, kann man das eigentlich in wenigen Sätzen erklären, Christian? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Lustigerweise habe ich zu Hause gesessen und habe gedacht, ich muss genau darüber ein Video machen. Und deshalb bin ich so ein bisschen vorbereitet auf diese Frage. Also Spieltheorie in der Tat, das ist eine Entscheidungstheorie. Und es ist eine Theorie, die sich damit beschäftigt, was passiert, wenn ganz viele Leute über eine Sache nachdenken und alle irgendwie eigene Ziele damit verfolgen. Ich glaube, das ist die Besonderheit dabei. Und das Dumme ist, weil jeder immer den anderen durchkreuzen möchte, kommen halt ziemlich verrückte Sachen bei der ganzen Geschichte raus. Und das ist, glaube ich, das, womit sich die Spieltheorie beschäftigt. Jetzt sagen vor allen Dingen die, die von Börse keine Ahnung haben, Börse ist ein Casino. Wie beurteilst du das als Spieltheoretiker? Naja gut, Casino, das hat ja immer den Anstrich von reinem Glücksspiel. Ja? Also man muss sich vorstellen, das Glücksspiel, also Roulette, ist ja erfunden worden sozusagen als die erste Spieltheorie, das muss man ja sehen, aber die Theorie der Glücksspiele. Und da ist ja immer das Prinzip dahinter, es gibt halt einen Zufallsmechanismus und andere Leute, die irgendwie was machen damit. Ja? Die Spieltheorie beschäftigt sich ja mit einem viel spannenderen Fall. Die beschäftigt sich ja damit, was passiert, wenn auf der anderen Seite nicht einfach ein Glücksrad ist oder Würfel oder sowas, sondern wenn auf der anderen Seite auch noch denkende Menschen sind. Ja? Und deshalb ist es also was, erstmal die Börse ist ja so, dass da denkende Menschen sind und deshalb ist also Börse und Spielcasino definitiv was anderes. Ja. Also es geht nicht. Meine Sitznachbarin hat die ganze Zeit schon rumgeschimpft und gesagt, nein, das kann ja nicht sein. Ja. Also ich gebe Ihnen da völlig recht. Ja. Ja, wir hatten Frau Sander heute auch im Programm und sie hat natürlich vollkommen recht, Börse ist kein Casino, viele glauben es trotzdem. Aber ich möchte hier noch ein bisschen näher reingehen, weil der Unterschied eben doch sehr wichtig ist. Du kannst in ein Casino gehen und du kannst Roulette spielen. Du kannst aber auch in ein Casino gehen und du kannst Poker und Bridge spielen. Wo liegt denn der Unterschied? Ja, also da kommen wir der Sache schon näher. Ja? Also Poker ist natürlich ganz klar, also Poker ist kein Glücksspiel, das muss man erstmal sehen. Das ist ein Strategiespiel, weil auf der anderen Seite ja auch denkende Menschen sind. Es gibt zwar auch noch Zufallsfaktoren dabei, aber entscheidend sind ja erstmal die Menschen, die drin sind. Ja? Was war deine Frage? Der Unterschied zwischen Roulette und Bridge. Also so, ja genau. Ich werfe das jetzt noch mit rein, so am Rande erwähnt. Jetzt bin ich seit 25 Jahren an der Wall Street und einer der meistgespielten Spiele, der Broker, ist Bridge oder Poker. Na gut, das ist kein Wunder, ne? Denn das ist im Grunde genommen das Gleiche wie das, was man an der Börse auch hat. Also es gibt Zufallsfaktoren, die eben außerhalb dessen liegen, was die Leute da gerade machen. Aber es gibt eben auch Einflussfaktoren der Entscheidungen, was die einzelnen Entscheider dort so machen. Also da würde ich schon sagen, also Poker ist im Grunde genommen sehr nah dran an der Börse, wenn man so will. Ich glaube, es sind auch manchmal die gleichen Leute, die sich damit beschäftigen, oder? Ja, also ich meine, ich finde das Thema super spannend. Also ich glaube, jedem Börsianer ist klar, wo der Unterschied liegt. Ne? Roulette ist peer en peer Glück oder Pech gehabt, aber das andere ist Strategie, da muss man nachdenken. Selbst in der Strategie geht es natürlich immer um den Opponent und ich habe mir überlegt, dass für unseren Talk... Übrigens, da muss ich gleich mal was sagen, ja. Also nicht bei der spieltheoretischen Strategie. Ja? Ja. Also das muss man auch sehen. Das, was man als Strategie empfindet an der Börse, ist was komplett anderes, als das, was eine Spieltheorie-Strategie genannt wird. Ja? Aber das steigen wir jetzt mal nicht ein. Nein, aber bleiben wir dabei. Nee, also was nennt man denn also eine Strategie nach Spieltheorie? Wie würde die aussehen? Ja, das ist ein vollständiger Verhaltensplan. Also das ist eine ganz verrückte Sache. Bei einer spieltheoretischen Strategie muss man sich im Vorhinein festlegen, was man in jeder Situation, die man kommen kann, macht. Interessanterweise übrigens auch in solche Situationen, in die man gar nicht mehr kommen kann, weil man schon selber ausgeschlossen hat. Ja, also diese spieltheoretische Strategie verlangt unglaublich viel. Die trainiert einen deshalb natürlich auch darüber nachzudenken, was man in der echten Welt in dieser sogenannten Strategie alles weggelassen hat. Insofern ist das schon extrem wichtig. Aber also in der echten Welt könnte man nicht mit so einer spieltheoretischen Strategie ankommen, weil die viel zu umfangreich ist. Wie viele Anleger kennen sich denn in diesem Thema der Spieltheorie aus? Also da würde ich mal sagen, praktisch keiner, von dem ich jemals gehört habe. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also es würde wahrscheinlich helfen, wenn man es täte. Aber ich glaube, die Herkunft ist letztlich eine andere. Ich würde ganz gerne mal, ich habe mir überlegt, wir nehmen konkrete Beispiele in unserer Welt heute und gehen das mal schrittweise durch. Aus spieltheoretischen Aspekten. Das fand ich auch in unserer Vorbesprechung mit Abstand mit am spannendsten. Und ich würde ganz gerne mit einem Punkt mal anfangen. Wir alle können es nicht mehr hören. Seit 2 Jahren reden wir über Handelspolitik Trump. Wir reden über den Brexit. Und du hast einen Vergleich angestellt mit Hühnern, dass man den Handelsstreit zwischen China und USA und den Konflikt zwischen Boris Johnson und der EU eigentlich mit Hühnern vergleichen könnte.
Ja, das ist das Chicken Game. Also das ist in der Spieltheorie ein ganz bekanntes Spiel. Ja, das ist so, also zwei Autos fahren auf einer ganz engen Straße aufeinander zu und keiner will ausweichen. Ja? Also wer ausweicht, hat einen großen Gesichtsverlust. Aber wenn keiner von beiden ausweicht, dann wird es halt richtig teuer, weil die zusammenknallen. Ja? Das ist diese Situation. Das ist auch so ein bisschen das, was wir jetzt zum Beispiel beim Brexit haben. Ja? Da haben wir ja auch mal die Situation, wenn es tatsächlich zu dem ungeordneten Brexit kommt, dann ist das so, wie wir die beiden zusammenknallen. Aber wenn einer jetzt ausweicht, dann kriegt er den schlechteren Vertrag. Also daher passt dieses Spiel eigentlich ganz gut. Ziehen sich diese Spiele deshalb auch so lange hin, weil ich meine, das müsste doch eigentlich bedeuten, dass die Chance auf eine Einigung, zum Beispiel im Brexit oder Handelsstreit USA und China, erst unmittelbar vor dem entweder Ausweichen oder dem Zusammenstoß stattfindet. Ja, das ist natürlich so. Ja. Also solange die Autos einfach weit voneinander entfernt sind, gar nichts passieren kann, ist klar, da bewegt sich natürlich nichts. Ja? Also es passiert erst ganz am Ende, dass irgendwas überhaupt passiert. Und da muss man natürlich sehen, wenn die Spieler die Chance hätten, so ein Stück Straße zwischen sich zu bauen, neu, dann haben die natürlich immer einen Anreiz, das zu tun. Ja, also immer ganz am Ende, wenn es gleich knallen würde, dann hat jeder immer das Gefühl, ändern wir doch schnell die Regeln. Und das ist auch das, was wir im Augenblick beim Brexit sehen. Ja, da versuchen die ja die ganze Zeit, also letztlich beide Seiten, versuchen wieder immer noch so ein kleines Stückchen Straße reinzubauen, um die Uhr nochmal zurückzudrehen. Ja. Jetzt ist ja nicht jedes Auto gleich gebaut. Ne? Die einen sind größer und modern mit Airbag, die anderen haben keinen Airbag. Kann sich denn ein Schwächerer, wie jetzt zum Beispiel Großbritannien, gegen den starken, großen Gegenspieler EU überhaupt durchsetzen? Naja, die Situation ist, wenn man derjenige ist, der auf jeden Fall auf der Straße bleiben wird, dann hat man hier schon einen ganz großen Vorsprung sozusagen. Ja, das heißt also, wenn man es irgendwie schafft, nahezulegen, man selber kann gar nicht mehr ausweichen, dann ist man im Grunde genommen derjenige, der den anderen zum Ausweichen zwingt. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, indem man eben ungeordnete Verhältnisse schafft. Ja, also man sagt, ich habe das mal gar nicht mehr unter Kontrolle, ich kann mein Fahrzeug gar nicht mehr bewegen, ja, ich schaffe das nicht mehr, von der Straße runterzukommen. Dann wäre das genau die Situation, wie man den anderen dazu bringen würde, dass der ausweichen muss. Und das müssen wir sehen. Und der gute Boris hat ja genau das versucht. Ja. Der hat ja versucht, am Ende so viel Chaos anzurichten und diesen einen Termin als echte Deadline zu haben, dass dann eben die EU ausweichen musste. Wir sehen auch, dass die natürlich das durchschaut haben. Ja. Deshalb haben die einfach gesagt, doch, wir verlängern nochmal. Ja. Ich meine, das ist das, was wir als Leser der Medien oder der Kommentare von Boris Johnson eigentlich als den vollkommenen Wahnsinn betrachten, ist dann eigentlich ein Stück weit auch eine Strategie. Ist das, was Boris Johnson macht, dann im Prinzip berechnet seinerseits? Also ich glaube nicht, dass es berechnet ist. Ich glaube auch nicht, dass es eine Strategie ist, aber es ist hochgradig sinnvoll. Also der ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen bauernschlau rangegangen und hat das halt gemerkt. Ja. Aber das ist für meine Begriffe schon etwas, was in der Spieltheorie oft beobachtet, dass man Verhaltensweisen auf der anderen Seite, die völlig verrückt sind, eigentlich interpretieren kann als etwas, was hochgradig zielführend ist. Ja, ich kann mich erinnern, ich hatte mal so einen Fall, da habe ich eine Firma angesprochen als Berater, ja, und die haben gesagt, wir haben hier einen anderen, das verstehen wir nicht, die müssen verrückt sein, ganz einfach. Ja, aber nur mal so zur Sicherheit, guck doch mal drauf. Ja. Und ich habe drauf geguckt und das war also ganz klar, die andere Seite hat auch eine Spieltheoretik beschäftigt, das konnte man sehen. Ja, und der hat Signale gesendet, der hat gesagt, versteh mich doch endlich. Ja. Und das ließ sich also ganz kurz regeln, viel zu kurz, ja, sonst hätte ich ein viel höheres Beraterhonorar kassieren können. Ja, dumm genug, habe es verraten. Ja. Wo kommt Ihr Spieltheoretiker denn in der Praxis zum Einsatz oft? Naja, also sehr oft natürlich, also in allen möglichen Gebieten. Ja, im Augenblick ist es sehr stark beim Einkauf. Ja, also im Einkauf, wenn man dort Verhältnisse schafft, bei denen die Leute, die einem zuliefern, auf eine andere Weise mit einem verhandeln müssen als in der Vergangenheit, kann man da richtig viel Geld, also ja, für die eine Seite verdienen und für die andere halt nicht ganz so, also verlieren nennt man das. Schön in Ordnung, ja. Ich meine, das ist Business. Also ich kenne einen, der macht also sehr viele solche Sachen. Ich mache ja diese Einkaufsgeschichten so am Rande, aber da kenne ich jemanden und der steht immer, also der versucht möglichst gar nicht sichtbar zu sein, ja, weil er sagt, ihm würde es nicht wundern, wenn ich irgendwann mal einen Killer auf ihn ansetze. Ja, und ich glaube nicht, dass es paranoid ist. Also einfach deshalb, weil der wirklich auf der anderen Seite Milliarden eingespart hat. Ja, und das ist halt das, was die andere Seite nicht gekriegt hat. Kommen wir nochmal auf die Politik zurück. Also wenn du dir die Situation um den Brexit mal anschaust und diese endlose Debatte und jetzt vielleicht eine Einigung oder auch nicht jetzt, wir haben jetzt Wahlen, Corbyn ist ein Thema, den will man eigentlich auch nicht haben. Wenn du dir das als Spieltheoretiker anschaust, worauf glaubst du, wird es hinauslaufen? Ist da nicht auch eine Gefahr gegeben, dass kurz vor diesem Aufprall eben nicht rechtzeitig ausgewichen wird? Na klar, also diese Gefahr ist da. Also das ganze Spiel ist übrigens ineffizient, ja, das muss man auch sagen, also weil es ja manchmal knallen kann. Und na klar, diese Gefahr ist da. Übrigens, sie ist besonders dann da, wenn man diese geschickte Strategie anwendet und die Kontrolle verliert. Ja. Ist klar, wenn man die Kontrolle verloren hat, kann halt irgendwas passieren, dann kann es auch knallen.
Ja? Also natürlich, das kann uns passieren. Ja. Aber aus Sicht der EU würde ich dann da sitzen und sagen, jetzt müssen wir mit England möglichst schnell einen Deal machen, weil Boris Johnson hat das Auto nicht mehr unter Kontrolle. Ja? Das ist die Message, die Boris Johnson im Prinzip sendet. Ja, dass sie dir sendet. Natürlich spielt die EU noch wieder noch mal eine ganz andere Sache, ja, weil die Angst davor hat, dass wenn sie jetzt nicht hart genug sind, alle anderen angekleckert kommen. Ja, was übrigens auch eine hochinteressante Fragestellung ist, das ist nämlich kein rationales Verhalten, aber das machen wir heute nicht. Schaust du dir als Spieltheoretiker manchmal die Schlagzeilen, die Headlines an und denkst dir so, mein Gott, ich würde das komplett anders beurteilen? Ja, also das passiert. Das mache ich auch übrigens häufiger mit meinen Studenten zusammen als Übung. Ja, also wir machen das häufiger so als Übung, dass wir einfach sagen, hier haben wir irgendeine Headline und das versuchen wir jetzt zu modellieren. Ja, das, ich habe mal angefangen damit so ein bisschen aus so didaktischen Gründen heraus, ja, und dann habe ich die Studenten herausgefordert, haben gesagt, ja, können Sie das denn? Ja, okay, musste ich also auch liefern. Die sind dann mit dem Postillon angekommen. Ja, und da musste ich also eine Postillon-Geschichte irgendwie spieltheoretisch analysieren und das machen wir jetzt oft. Und das ist wirklich interessant, dass man da oft erkennen kann, dass eigentlich was ganz anderes dahinter steht. Wie würden Sie denn Donald Trump aus der Spieltheorie bewerten, seine Performance, sein Agieren? Donald Trump ist nicht primär Spieltheoretiker. Also Donald Trump ist einer, der kann Bilder erzeugen. Ja, der erzählt letztlich Geschichten und der ist hochgradig visuell. Ja, also solche Sachen wie diese Crooked Hillary oder sowas, ja, das ist natürlich genial, ja, weil die irgendwie gekrümmt ist, ja, dieses Crooked, und ist auch gleichzeitig so ein, na, wie sagen wir das am besten, also ein Verbrecher halt. Ja. Und das ist eine geniale Art und Weise, wie er mit nur zwei Wörtern es schafft, Bilder bei den ganzen anderen Leuten aufzubauen. Und Trump ist überhaupt kein Spieltheoretiker, obwohl er wahrscheinlich einer sein wollte. Ja. Also, naja, klar, also Trump hat ja dieses Buch da geschrieben. Aber ist er dann wenigstens zufällig gut, obwohl er kein Spieltheoretiker ist? Oder wie beurteilst du das, wenn du das siehst? Ja, doch, der macht häufig schon Sachen erstaunlich richtig. Ja, also vielleicht auch deshalb, weil er eben diese Bilder bei den anderen Leuten erzeugen kann, ja, bringt er sie in bestimmte Situationen. Ich glaube, diese Situation, die er dann hat, die analysiert er sehr gut. Schauen wir uns mal den Handelskonflikt an zwischen China und den Vereinigten Staaten. Für mich eine ganz interessante Beobachtung, dass man merkt, Donald Trump rudert sehr stark zurück. China scheint hier eben auch in einigen Punkten am längeren Hebel zu sitzen. Donald Trump will wiedergewählt werden im kommenden Jahr. Die Wirtschaft muss laufen, der Aktienmarkt muss laufen. Das ist für ihn wichtig in dem Umfeld. Wie beurteilst du denn diesen Handelskonflikt aus der spieltheoretischen Perspektive? Naja, da würde ich jetzt schon sagen, da ist Amerika sicherlich ein bisschen auf der schwächeren Seite sozusagen. Die haben ja auch nicht mehr so viel Spielraum, was sie machen können. Aber auch da glaube ich, das war am Ende mehr so eine Showgeschichte. Mhm. Ja, also so ganz richtig konnte der Trump das ja auch nicht wollen und wollte er ja vermutlich auch gar nicht. Aber da hat er eben auch wieder diese Bilder erzeugt in den anderen Köpfen. Also glaube ich, war nichts Spieltheoretisches. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das Thema anschneiden will, weil das sehr komplex ist. Es gibt ja anscheinend in der Spieltheorie in erster Linie zwei Spiele. Ein Spiel, das quasi das Ziel hat zu enden, es soll einer gewinnen. Und ein Spiel, in dem es darum geht, dieses Spiel fortwährend quasi fortzusetzen. Ist das richtig? Nee. Ich muss ja sagen, das ist das Schönste gewesen bei der Vorbereitung, das zu sagen. Also, wie würdest du das erklären? Nein, also, oder meinst du jetzt nur dieses eine konkrete Spiel? Nur dieses eine Beispiel, also dass man sich darüber im Klaren sein muss als Spieltheoretiker, in welchem Spiel man sich befindet. Ja, also ich meine, klar, das ist natürlich hilfreich, wenn man weiß, in welchem Spiel man ist. Ja. Aber nochmal, also Trump ist, glaube ich, eher der Meister da drin, das Spiel nicht so zu akzeptieren, wie es ist und immer wieder mit irgendwelchen neuen Sachen anzufangen. Ja. Also diese Sache, dass es so was Endliches sein soll oder dass man es verlängern will, das ist, glaube ich, eher diese EU-Brexit-Geschichte. Mhm. Ja. Beim Trump, wie gesagt, ich würde das gar nicht so sehr interpretieren. Er hat da, glaube ich, auch nicht so aufgebaut als jetzt so eine großartige strategische Geschichte. Aber ist es denn richtig, wenn Amerika heute hingeht oder im Umfeld der ersten Wahlkampf hingeht und sagt, we make America great again? Weil das ist ja im Prinzip... Das ist ein toller Spruch, oder? Hochgradig visuell, aber der signalisiert ja im Prinzip, es wird ein Ziel geben und wenn wir dieses Ziel erreichen, ist America great again. Aber es ist ja kein Spiel, das endet quasi, sondern es ist ein Prozess, der sich genauso wie der Kalte Krieg auch nicht zu Ende war, sich ja auch auf anderer Ebene fortsetzt, oder nicht?
Ja, setze ich fort. Also ich glaube, was mir an der Interpretation am meisten missfällt, das ist dieses Gewinnen. Ja, das ist so eine Sache, die verbindet man sehr oft mit der Spieltheorie, dass es da um Gewinnen und Verlieren geht. Aber das ist nur eine Extremform von Spielen. Ja? Das sind die sogenannten Nullsummenspiele, bei denen es eben nur Gewinn oder Verlust gibt. Meistens ist es sowas, dass es eher so ein bisschen auch gleichgerichtete Interessen sind. Mhm. Ja? So, dass also beide gemeinsam zum gewissen Grad gewinnen können und beide gemeinsam zum gewissen Grad verlieren. Und das ist eigentlich der häufigere Fall und das ist hier auch sehr stark ausgeprägt. Übrigens auch an der Börse, ja. Also für den Fall, dass ihn einer einreden will, die Börse sei ein Nullsummenspiel, ja, das ist totaler Blödsinn. Ja, das ist kein Nullsummenspiel. Wie würden Sie die Börse betrachten, beschreiben als Spieltheoretiker? Also das ist ganz klar ein Nicht-Nullsummenspiel. Also das ist eines, bei dem tatsächlich alle gemeinsam in irgendeiner Form sich besser oder schlechter stellen können. Aber natürlich gibt es auch da drin Umverteilungen. Ja? Das hat eben diese beiden Aspekte. Das hat eben Konkurrenz und Kooperation. Und natürlich, also mal angenommen, alle Börsianer würden auf einmal nur noch Blödsinn machen, dann würden sie eben auch alle gemeinsam plötzlich verlieren. Welchen Rat würdest du denn unseren Zuschauern mitgeben, was das Thema Spieltheorie betrifft? Also ich glaube, man darf die anderen nicht unterschätzen. Ja? Das vergisst man halt oft bei Spielen, dass wenn dort mehrere vernunftbegabte Entscheider sind, die anderen eben auch vernunftbegabt sind. Und immer dann, wenn man das Gefühl hat, man kann die anderen dauerhaft über den Tisch ziehen, ist man wahrscheinlich selber derjenige, der gerade dauerhaft über den Tisch gezogen wurde. Ich glaube, das ist so der Ratschlag. Wie gehst, hast du selber eigentlich auch Aktien? Ja, ich habe Aktien, aber ich bin lausig in solchen Sachen. Ja, also das muss man sehen. Also ich glaube, ich bin da so ein ganz guter Berater, ja, weil ich da so einen Abstand habe zu der ganzen Geschichte. Aber selber kann ich damit überhaupt nicht umgehen. Ja. Ich kann nur deinen Kanal, auch du hast einen eigenen Kanal gestartet bei YouTube, in dem du regelmäßig auch Berichte machst zum Thema Spieltheorie. Da kann man viele, viele spannende Beiträge dazu finden. Nochmal, ich sage vielen Dank. Es war für mich ein Crashkurs, mit dir zu dem Thema zu sprechen. Und ich hoffe, du guckst dann meinen Kanal auch mal weiter. Also natürlich werde ich ja, du und ich werde den teilen ohne Ende. Du wirst dich kaum noch halten können. Ja? Christian, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Danke dir. Ja? Danke. 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 Das war's mit der goldenen Couch, aber wer weiß, vielleicht geht's ja doch weiter. Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie den Kanal.